Deine aktuelle Konstruktion stoppt das Wachstum deines Systems. Was? Ach, das hat es zu bedeuten, dieses Schiff 100% Bevölkerungswachstum. Minus 100%. Hier ist sogar minus 150%. Ah, ich verstehe. Also das hier wächst in einem Zug. Und deswegen müssen wir erstmal die Bevölkerung hier voll machen und dann können wir Schiffe bauen. Oder zumindest effektiv Schiffe bauen. Okay, fertig. Ja, gut. Wir haben Defender, wir haben ein Verteidigungsschiff. Das muss fürs Erste reichen. Obwohl wir natürlich erstmal mit unserem Verteidigungsschiff könnten wir doch auch das Universum erkunden. Das ist ja ein schnelles Schiff mit 7 Parsec. Also machen wir eine Flotte. Ein Flottettchen. Weil wir können ja Schiffe nicht einfach so umherfliegen lassen. Oh, das wird wieder Beta, weil Beta wurde ja gelöscht. Atlas. So, dann lasse ich das. Das steuere ich dann, glaube ich, selber wieder. Steuere das irgendwo hier hinten hin. Ach was, komm, auch mal Standard. Automatisch Galaxis erkunden. Ein paar Erkundungsschiffe sind immer gut. Und dann sind wir auch so weit weiter. Auch wenn ich es doch ein bisschen blöd finde, dass wir jetzt nichts mehr machen können auf Altair. Oder in Altair. Außer zu merken, dass ich ein Vollidiot bin. Weil ich ja auch hier die elementare Umwandlung machen könnte. Elementare Reduktion. Aber das hätte mir auch mal vorher auffallen müssen. Oh ja, es bringt auf jeden Fall das System erstmal vorher auch hochzubauen. Sehr gut. Und wir haben eine unbekannte Flotte entdeckt. Und ein neues Planetensystem. Einen großen Tundra-Planeten. Ohne nennenswerte Dinge. Verlassene Städte. Eins für Planeten, eins für Forschung, eins für Dörren. Das ist gut. Deswegen hier wieder Arktisch plus Forschung. Alles richtig geil. So einen Planeten brauchen wir. Den brauchen wir. Kleiner Wüstenplanet. Geringe Schwerkraft. Ne, die Wüstenplaneten bringen einem nicht. Die bringen einem nur Dust. Auch die trockenen. Also die trockenen sollte ich nicht erforschen. Fürs Erste. Hier, die hier. Wüstenkolonisierung. Brauche ich alles nicht. Ich brauche auch keinen Dust. Wenn ich mich tatsächlich irgendwo verbreiten will, dann habe ich hier genügend Tundra, Arktis oder Lava-Planeten. So, was gibt's denn noch zu tun? Also die. Eine unbekannte Flotte. Ist sie auch in dem. Hier unbekannt? Ja, immer noch unbekannt. Gut, dann werde ich einfach mal weiter das Universum erkunden, keine Ahnung. Und warten, dass mein. Dass meine Bevölkerung wächst. Okay, anscheinend habe ich den Ad Astra eine Errungenschaft freigeschaltet. Und zwar Errungenschaft für. Ah, nervig Schlüssel, nerv nicht. Spiele 10 Züge. Nett. Imperiumflotte. Wir waren in dem System. Außerirdische Verbindung, Verdünnung, was? Keine Ahnung. Aber wir haben die immer noch nicht kennengelernt. Sondern wir wissen nur, dass es zu dem feindlichen Imperium gehört. Oder zu einem anderen Imperium, besser gesagt. Feindlich muss es ja nicht sein. So, 4. Das ist die Bevölkerungsanzahl des Systems. 4 von 6, 4 von 7. Harmony. Wir wissen ja noch nicht mal, was das für eine andere Rasse ist, nicht wahr? Wir haben ja Zufall genommen. Gut, in 2 Zügen steigt das hier weiter. Und ich hoffe eigentlich. Ich hoffe die ganze Zeit eigentlich darauf, nur. Dass wir mit dem Schieberegler irgendwann mit 100% Conversion Rate überleben können. Ja, genau sowas. Sowas, also dass wir das dann so umschalten können von, weil wir dann kein Wachstum mehr brauchen. Allerdings konvertieren wir ja gerade das in das und wenn das nur so überleben könnte, wäre das natürlich auch blöd. Aber im Moment fehlen uns da leider die Alternativen. Deswegen, nächster Zug.
Oh, 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 jetzt geht's los. Da habe ich schon das Ausrufezeichen gesehen. Böse, böse, böse. Ganz böse. Weil die können uns ja jetzt den Krieg erklären. Ansicht der Flotten. Ich bin irgendwo, nirgendwo und fliege irgendwo hin. Ereignis mit Auswirkungen auf die Haltung. Die Diplomatie macht aus Feinden Freund und umgekehrt. Horatio beginnt dich mit anderen Augen zu sehen. Du stellst fest, dass deine Beziehungen zu Horatio verbessert haben. Who the fuck ist Horatio? Hä? Und habt ihr das gerade auch gesehen? Da war noch ein Haufen Ausrufezeichen und so Kram. Wieso wird mir das nicht angezeigt? Horatio, Horatio. Wir finden uns im Kalten Krieg. Wie sieht's aus? Horatio. Aktive Abkommen, gar keine. Die haben Horatio-Affinität. Schaltet die Klonierung eines Helden. Okay, enthält grundlegende Funktionen seiner. Okay. Kalter Krieg. Neutral. Aufgrund der Punktzahl minus 2. Evolutionstrend minus 2. Diesem Herrscher gegenüber neutral eingestellt. Wie viele? Sind das 75,6 oder sind das tatsächlich irgendwie 75.000 irgendwas? Nee, das sind. Oh. Ich bin ganz schön unterentwickelt. Ich bin letzter Platz. Von den Punkten her gesehen, natürlich. Weiß nicht, vielleicht ist meine Strategie auch absoluter Bullshit, aber. Na gut. Und wie machen wir jetzt hier Diplomatie? Wie geht das? Ja, ich habe nur 59. Also. Achso, klar. Verhandlungen aufnehmen. Oh ja, das hat mir total gefehlt, die Einführung. Yay, okay. Sobald du ein Imperium kontaktierst, wird das Fenster für diplomatische Verhandlungen geöffnet, indem du die Bedingungen des Abkommens festlegen kannst, das du anbieten möchtest. Dein Imperium siehst du im linken Bildschirmbereich, das andere rechts. Ein Abkommen ist ein Austausch diplomatischer Bedingungen. Damit es in Kraft tritt, muss das andere Imperium ihm zustimmen. Es sei denn, du erklärst den Krieg. Hier hat das andere Imperium natürlich keine andere Wahl. Unter diesen Registerkarten findest du verschiedene Kategorien für Bedingungen. Abkommen, mit denen du deinen Status ändern oder das Technologien oder Sternsysteme austauschen kannst. Wähle Elemente aus der angezeigten Liste, um dein Angebot zu erstellen. Wähle Bedingungen oder Elemente des kontaktierten Imperiums aus, um diesen mitzuteilen, was du im Gegenzug für dein Angebot erwartest. Wenn du bereit bist, kannst du dein Imperium an das kontaktierte Imperium senden, indem du auf die Schaltfläche Angebot klickst. Hinweis, möglicherweise wird dein Angebot nicht angenommen. You don't say. Der Abkommenanzeiger informiert dich über Wahrscheinlichkeit, dass du mit deinem Angebot Erfolg haben wirst. So ist sichergestellt, dass du nicht zu viel oder zu wenig anbietest. Die verschiedenen Ressourcen werden für beide Imperien angezeigt. Die Zahlen links geben an, welche Menge angeboten werden kann. Die Zahlen rechts, was das Imperium insgesamt erhält. Zum Beispiel durch aktive Handelsvereinbarungen. Verwende diese Schaltfläche, um deine früheren Abkommen mit dem Imperium oder allen Imperium anzuzeigen. So, Horatio, Horatio. Was können wir denn da tun? Wir können den Krieg erklären, ist aber irgendwie nicht sinnvoll. Karenzzeit. Eine Antwort ist nicht erforderlich, okay. Finanzoptionen, Technologieoptionen, Sternsystem. Also ich kann im Moment gar nichts außer den Krieg erklären. Sehr toll. Bescheuert. Aber zumindest weiß ich jetzt schon mal, wie es geht. Und solange wir uns hier nicht in die Haare kriegen, ist ja alles wunderbar. Müsste nur langsam mal hier die Kolonie mal schaffen. Oder zumindest mal, wie können wir denn eigentlich unsere Akzeptanz hier steigern? Ablehnung, minus 1 für Ablehnung wegen Überbevölkerung. Was? Fraktionsmerkmal. Was ist denn das Fraktionsmerkmal, das mir hier mehr Akzeptanz gibt? Ach so, ja natürlich, es gibt keine Akzeptanz. Oder? Doch, Zufriedenheit. Hä? Ablehnung? Aber das steigt doch, das Fraktionsmerkmal gleicht irgendwie hier alles aus, oder sehe ich das falsch? Habe ich vielleicht irgendwas übersehen, jetzt zu lesen, oder wie? Effizienter Bestand. Nee. Oder doch? Nee. Mineraliengedächtnis, ist klar. Überfüllte Planeten. Nee. Nein. Harmonieaffinität. Benutzt denn das nicht? Ist nicht von Zustimmung. Aha, da haben wir es doch stehen. Ich hab's gerade mal einfach mal übersehen.
ist nicht von Zustimmungsmodifikatoren betroffen. Das heißt, wo war das denn am besten? Wo kann ich das am besten demonstrieren? Hier, wenn das hier ein Lavaplanet ist, wenn das hier ein verstrahlter Lavaplanet wäre, wäre mir das kackegal, weil Zustimmungsmodifikationen mir ziemlich am Arsch vorbeigehen. Und auch schön, dass mir das am Arsch vorbeigeht, dass ich das endlich weiß. Sowas aber auch. Aber schön. Also ist alles egal, was die Bevölkerung betrifft. Wegen Überbevölkerung, Zufriedenheit, wird alles ausgeglichen durch meinen coolen... Ich finde den Harmony, also bis jetzt ist der doch... Gefällt mir die Rasse. Haben stylische Schiffe, geile Modi, geile Modifikationen. Aber natürlich kann ich dazu noch kein endgültiges Urteil fällen, weil ich habe ja noch nicht mal eine andere gesehen. Aber ja, es geht doch voran. Womit geht's denn voran? Wir wollen ja hier eigentlich unser Dings vorantreiben. Was haben wir denn hier überhaupt? Wir sind hier mit dem Aufklärer im Orbit von Aelion. Aber ich denke, wir machen uns hier einen Abgang. Denn, naja. Und ich glaube, wir sind auch bald an... Wieso fliegt denn der nicht weiter? Wieso fliegt der vor allem nicht weiter? Ende der Auto-Erkunden-Modus. Alle erreichbaren Systeme erkundet worden. Der Flotte Beta ist im Orbit um Yondur. Hä, wieso kann ich denn das hier nicht... Wieso komme ich denn da nicht hin? Was für ein komischer Scheiß. Okay, aber ich bin denn doch derselben Meinung wie denen, wie die. Also, der Auto-Erkunden-Modus ist irgendwie kacke. Muss ich mal ganz klar sagen. Es gibt nämlich noch ein System, das wir erkunden können, nämlich das hier. Natürlich ein Scheiß weit weg. Aber wenn wir dieses und dieses hier erkundet haben, dann haben wir tatsächlich alle erkundet, die wir erkunden können, ohne den Warp-Antrieb zu nutzen. Und das wird noch eine Weile dauern, weil wir den ja noch erst erforschen müssen natürlich. So, und dann kümmern wir uns gleich mal um unsere Industrie und bauen... Wie lange bräuchten wir denn jetzt für ein Schiff? Also für das Billigschiff 5. Das teure 6. Okay. Okay, und hier drüben ist auch alles in Ordnung. Ein Zug noch. Ja, da gibt es eigentlich nicht viel zu tun. Also außer das Sonnensystem, Sternsystem, Galaxie entdecken. Ich denke in zu kleinen Maßstäben hier. Sonnensystem. Tja. Es gibt nichts zu tun, außer die Galaxie zu entdecken. Ja, gut, hier ist der nächste. Kleine Wasserwelt. Schon direkt kolonisierbar. Und eine kahle Welt. Ja, das ist cool. Eine kahle Welt ist sogar noch härter forschen als auf einem arktischen Planeten. Die Wasserwelt ist eher so ausgerichtet auf Forschung und Hunger. Ich habe nur noch gerade eine Frage, stellt sich da für mich noch. Hier, wie kommen wir denn auf diesem Planeten eigentlich an Nahrung? Also die hier null Nahrung bieten. So wie die Lava-Welt. Das sind alles Probleme, die ich, glaube ich, später lösen muss. Vielleicht kriegt man ja auch Nahrung auf diesen... Vielleicht kriegt man ja auch dann erst Nahrung auf diesem Planeten, wenn man die, oder vielleicht wird das dann angezeigt, wenn man dieses Teil hat. Um das tatsächlich zu erkunden. Aber gut. Oh. Ich hätte mal vielleicht mein Schiff zurückholen können. Aber jetzt ist der Zug leider schon vorbei. Und zwar hole ich das am besten zurück nach Altair. Oh shit. No shit, Sherlock. Dringend zurück nach Altair, denn die fucking Piraten sind angekommen. Nicht gut. Und vor allem fliegen die aus Horatio sind irgendwie auch auf dem Weg hier. Durch meine Systeme. Na gut, kümmern wir uns erstmal darum.